Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Macallan, the Macallan, Amber, exclusively matured in cherry oak casks from Jerez, Spain. Also, wir wissen, dass dieses Produkt hier bald von den Regalen verschwindet. Denn die 1824er Reihe oder Series wurde abgelöst. Es gibt wieder Jahreszahlen hier bei Whisky. Also in 2015 ungefähr wurde denn tatsächlich hier No Age Statements nach Deutschland gebracht. Vorher gab es ein Macallan 10 und auch ein 12 und Fine Oak und bla bla bla, wie es alles hießen. Und dann haben sie gesagt, tut mir leid, No Age Statement, 1824 Series. Das ist, wo ich anfing, hier überhaupt Whiskys zu verkosten. Gab's mal irgendwie bei Amazon in einem Blitzangebot, habe ich einfach mal zugeschlagen. Und das war hier eine ganz wichtige Sache für mich. Oh, ein Macallan, cool. Ah, das, the Rolls Royce of Malts. Und da war ich absolut begeistert, dass ich etwas ergattern könnte. Da war auch hier ein Hologramm hier drauf auf dem Etikett, was man immer noch hier wunderbar sehen kann. Und um die Echtheit hier zu beweisen. Schöne Flasche. Ich wusste nichts besser damals. Es gab den Amber, dann gab es ein Gold, gab es ein Sienna, habe ich auch hier, kommt auch als Video irgendwann mal. Und es gibt ein Ruby. Ruby habe ich mal irgendwo gekauft und gebunkert. Irgendwann mal werde ich das hier rausholen. Der kreative Kopf hinter diese ganze 1824er Serie war der Bob Garnay. Wow, Bob, tut mir leid, wenn ich deinen Namen nicht richtig ausspreche. Macallan ist natürlich hier eine Distillerie, in dem es nicht nur Single Malts, sondern die haben auch die famous Grouse. Und da produzieren sie über 6 Millionen Liter im Jahr. Und jetzt mit den neuen Distillerien, was sie eröffnet haben, wo es sogar noch größer und noch besser und noch toller wird, gibt es noch mehr davon. Und deshalb wird es auch dann, die haben darauf reagiert und haben dann diese Spitze, diese Krisenzeit überwunden mit hier dieser 1824er Serie. Eigentlich hätte ich schon vorher einschenken müssen, damit es ein bisschen Zeit im Glas gehabt hätte. Amber ist eigentlich auch diese Farbe. Also jede Farbe wurde jetzt hier tatsächlich anhand von der Whisky dann dort bestimmt. Also Amber ist dann Bernstein auf dann Englisch. Sienna ist dieses Erde, was wir auch in Sienna haben, eine rötliche Sache. Gold, natürlich Gold. Und Ruby, natürlich eine dunkelrot. Bei Ruby würde man denken, dass da Importfässern da im Spiel waren. Da waren wirklich nur Sherryfässern, die da eine Rolle mitgespielt haben. 40%, 52 Euro hat das damals gekostet. Joa, was man sagen kann. Viele, viele, viele Leute waren enttäuscht, dass es das denn gab. So, ich werde wie auch häufig ein Vergleich-Video machen. Ich habe etwas mit den Altersangaben. Ich habe hier mein Gordon und McPhails. Ein Video habe ich schon da gemacht. Allerdings aus dem Jahr 2006 bis 2015. Ich habe die 2007 bis 2016. Die sind immer 9 Jahre alt. Und dann kommen sie raus. Das ist The Spey Malt. Das ist der besondere Name, die Gordon McPhail gibt für ihre Distillat, was sie aus der Macallan Distillery auch nehmen dürfen. Und dann werde ich einfach mal die beiden miteinander vergleichen. Eine 9 Jahre alte Abfüllung gegenüber einer No-Age-Abfüllung. Auch da muss ich sagen, ist eine, ich sage eine faire Wettbewerb. Ich habe hier 43%, hier habe ich allerdings 40%, nicht ganz so fair. Flaschendesign, das wirkt weiblicher, das durch diesen Schwarz wirkt männlicher, ein älter, ein bisschen altherren Whisky, da ein bisschen modern, könnte man wunderbar dann für Cocktails und Mixology und so weiter benutzen, wo auch Macallan hin will. So, es geht eigentlich um Macallan Amber, das ist nur mein Vergleichswhisky. Ich habe eine Idee, aber ich bin nicht ganz sicher, wie ich das formulieren soll. Also, einen Moment, du hast einen Vergleich. Ja, ganz anders. das war fruchtiger. Interessant.
Also das waren hier nur Sherryfässern. Allerdings waren das Sherryfässern aus den USA und auch aus Spanien. Alles kommt dann dort tatsächlich aus dem Bodega in Jerez, Spanien. Und dort wurde tatsächlich auch hier für First Fill und auch Refill Sherryfässern benutzt. Auch eine ganz wichtige Sache. So, und amerikanische Eiche, weniger Tannin, spanische, beziehungsweise, ja genau, spanische Eiche, mehr Tannin wurden benutzt. So, ich erzähle noch ganz, ganz, ganz kurz und dann verkoste ich die sechs Säulen von Macallan damals, die wichtig waren. So, eine geistliche Zuhause. Zweitens, eine merkwürdige kleine Brennblasen. Drittens, der feinsten Schnitt. Also man hat den Tails und the Heads, also Heads und the Tails, also den Vorlauf und Nachlauf. Und der außergewöhnliche Eichenfässer. Nummer 5, natürliche Farbe immer. Und auch hier Nummer 6, eine Peerless Spirit. Also das ist der wertvollste Spirituose. Also ein Spirituose ohne Gleichen. A peer ist gleich eben, gleich gebürtig. Und da gibt es a peerless, also ohne Gleichen. So, das hat es genug Zeit hier gegeben. Warum ist meine Flasche in Italienisch? No espandrea il vetro nel ambiente. Schmeiß nicht weg in der Umgebung. Also ich kriege hier von den Sherryfässern einen Hauch von tatsächlich Schwefel. Ich habe ein bisschen von der Char da. Ich habe irgendwo auch gelesen, das sind Rejuvenated Fässern. Rejuvenated bedeutet dann da wieder in Gang gesetzt. Entweder hat man erstmal diese Schicht von der Char, also wo der Verkohlung von der Holz da war, abgetragen und dann neu getoastet und neu dann dort auch ein Char gegeben. Oder man hat einfach die Fässer genommen, wie sie waren und auch da einfach mal einen neuen Char gegeben. Je nachdem, welche Stufe der Erneuerung denn dort benutzt wurden. Also eine schwere, dunkle Whisky, muss ich schon sagen. Eine interessante Sache. Der hier ist wirklich viel, viel jünger. Also vom Gefühl her und von der Nase her. Und der ist leichter an floraler. Das ist ein bisschen blumiger. Ja, und ich habe sogar ein bisschen mehr. Und jetzt kann ich es definieren, hoffe ich. Feige. Genau. Ein Haufen Feige ist da drin, was anders ist als hier. Und das ist schwer, das ist Mandeln, also gebrannte Mandeln praktisch. Gut. Probieren wir mal. 40%. The Macallan, immer the, ganz wichtig. The Macallan Amber. Ölig. Holz. Altes Sherry-Holz kommt da durch. Wenn man kein, ein bisschen Hefe habe ich auch noch in diesem Moment, habe ich lange nicht mehr gehabt. Wenn man die anderen Macallans nie probiert hättest, wenn man nicht wusste, dass es ein Fine Oak 12 Jahre alt gibt, wenn man das der erste Whisky ist, oder man steigt in diese Whisky-Welt ein, sagen wir einfach mal so, wie ich damals, probiert man diese Flasche und denkt, wow, das ist gut. Wenn man aus der Bourbon-Ecke kommt, wenn man Irish kennt und dann endlich dahin geht zu was Scottish Whisky ist, und diese Flasche nimmt man und denkt man, lecker, also es ist lecker. Eine Verkostungsseite, ich weiß, wie war das? Whisky Journal oder irgendwas mit Journal hat ihnen sogar 4, 5 Punkte gegeben, was ich ein bisschen viel fand, nachdem ich alles gelesen habe. Und das ist mein Problem, denn die Leute hatten sich vorher gewöhnt und dann haben sie was anderes bekommen und sofort muss es schlecht sein. Und ich sage, der ist nicht so schlecht. Ja, das ist ein 2 bis 2 minus Whisky. Ja. Wenn man aber gewohnt war, ein 1 minus bis 2 plus zu kriegen und plötzlich serviert man etwas anderes ohne Altersangabe und sogar ein Tick teurer, dann wird man böse, da wird man eng sauer und da wird man das schlecht bewerten.
Und das ist, was passiert. Wenn man ein Whiskey Jason ist und kennt das gar nicht und sagt, Mensch, also eine der ersten Flaschen, die ich überhaupt kaufe, die mehr als 50 Euro gekostet hat, und probiert man den, lecker, 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 wesentlich besser als alles andere, was der kleine Jason bisher gehabt hatte. Gut, ich gehe einfach rüber zu meiner Spey Malt, 9 Jahre alt, Gordon MacPhail, auch 40, 45, 48 Euro herum. Der Charakter der Destillerie von den beiden ist eindeutig zu erkennen. Auch schön, sehr schön. Allerdings, dieses hier hat mehr Charakter, Tiefgang, Komplexität, Alter. Also verglichen diese beiden, ja, also muss ich ehrlich sagen, der ist auch billiger, ganz bewusst. Also wir legen jetzt hier bei 5 bis 8 Euro weniger. Allerdings eine Altersangabe. Allerdings eine unabhängige Abfülle. Direkt hier von der Distillerie selbst. Und da ein Experiment, was ganz bewusst, glaube ich, auf Zeit nur durchgeführt wurde, um überhaupt diese Whisky-Boom Herr zu werden. Das ist wirklich, wirklich, wirklich das Problem. Wenn man eine 12 Jahre alte Whisky heute, 2018, verkaufen will, muss man 2006 damals gewusst haben, wie viel man heute braucht. Also es ist schon eine krasse Nummer, dass man wirklich denn dort 12, 13 Jahre in der Vergangenheit gehen muss, um da zu wissen, was wir heute brauchen. Und damals hat man nicht geahnt, dass es so boomt wie heute. Also ich habe gerade jetzt hier etwas hier gelesen, und 2003 wurde eine Distillerie in Schottland noch stillgelegt. Ja, also und da war noch nicht dieser Whisky-Boom, und da muss man wissen, was man bräuchte jetzt, wo diesen Boom da ist. Kein Wunder, dass man dann auf No-Age-Statement zurückgreifen musste. Kein Wunder, dass man wirklich hier das einfach mal anders machen musste und etwas rausbringen. Nun, ich jetzt hier muss mich fragen, muss man wirklich ein Famous Grouse das gute Zeug reinhauen? Hätte man es nicht in McAllen reintun können? Ein Premium-Produkt, wo man wesentlich mehr eine bessere Gewinnspanne hat? Muss man wirklich so handeln mit dem Blends? Also das sind die Fragen, die ich mir eher stellen würde. Gut, am Ende von meinem Verkostungsvideo und ein bisschen mein Ranting hier. Ranting heißt einfach über sich etwas dann beschimpfen, ein bisschen einfach Luft ablassen, ein bisschen seinen Senf dazu geben, so ein bisschen, ich will auch was sagen dürfen. Gefällt mir. 2. Cremig. Ach, viel Schaum, Mann. Also kommt da rein, geht da echt nach oben und bleibt da. Also auch im Abgang ist alles immer noch gut. Also ich habe da bestimmt, ich nenne einfach eine Zahl, wahrscheinlich ist sie verkehrt, 80 andere Scotches gehabt, die nicht so gut waren wie der Amber. Ja, also das sagt schon was aus hier. Der ist nicht schlecht. Aber wiederum, wenn man den 12er damit wahrscheinlich vergleicht von damals, ist der eindeutig schlechter. Und wenn man sogar da einen Tick mehr bezahlen musste, kann ich auch diesen Wut verstehen. So, meine Frage des Tages ist, welche Macallan ist dein Lieblings-Macallan? Wahrscheinlich wird irgendjemand schreiben, der 40-Jährige für, keine Ahnung, 15.000 Euro. Gut, wenn du ihn schon mal verkostet hast, schreib das bitte hin. Aber was ist dein Lieblings-Whisky jetzt hier von Macallan? Die Preise sind echt enorm. Also mit der 1824 Serie hatten sie alles gekillt, was unter 18 Jahre alt war. Erst mit 18 Jahren hat man wieder eine Altersangabe bei Macallan gehabt vor einige Jahren. Aber jetzt sind die Anzahl, die Jahre sind wieder da. Gut, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder meine Sample-Liste schauen. Leider kommt, doch, ein Sample kommt darauf. Vielleicht kriegt ihr das auch. Also es ist nicht mehr auf meine normale, aber die Einzelflaschen, Einzelsamples, könnt ihr bestimmt noch ein Sample da kriegen. Und dann auch bei Amazon irgendwas anderes kaufen, würde mich freuen. Tschüss, bis morgen, Whiskey Jason hier.